Gebisslos reiten, wie gut funktioniert das wirklich? Ich reite Fiabesco hin und wieder auch ohne Gebiss, um uns selbst zu überprüfen, wie gut wir mit den Schenkel- und Gewichtshilfen arbeiten. Denn beim Reiten ohne Gebiss bekommt man nochmal ein ganz anderes Gefühl fürs Pferd. Zum Start gab es natürlich erstmal das gewohnte Motivationsleckerli und dann ging es auch schon los. Das Training gestalte ich ähnlich wie auf der normalen Trense. Ich reite erstmal locker flockig vorwärts, abwärts und dann gehe ich über in die Arbeitsphase und arbeite auch Lektion. Hier habe ich ihn zum Beispiel tatsächlich das allererste Mal gebisslos rückwärts gerichtet. Ich habe da auch noch mal ein ganz neues Gefühl fürs Rückwärtsrichten bekommen. Und das ist genau der Grund, warum ich es so gerne mag, zwischendurch auch mal gebisslos zu reiten. Was ist eure Meinung zum Thema gebissloses Reiten?